Mein Name ist Sven Drewes, ich bin HR-Director bei Claranet, verantwortlich für Gesamtdeutschland in meiner Form als HR-Director und für alles verantwortlich, was mit Personal zu tun hat, eben auch für die Aus- und Weiterbildung. Ja, wir bilden hier vielfältig aus. Wir haben sowohl Auszubildende in den technischen Berufen wie Fachinformatiker mit den verschiedenen Ausrichtungen, aber eben auch das duale Studium, da auch eben im Bereich Wirtschaftsinformatik oder Informatik. Und da ist ein gesunder Mix aus diesen beiden Sachen und wir haben immer so um die 20 Auszubildende und Studenten bei uns beschäftigt. Ja, was zeichnet die Ausbildung bzw. das Studium bei uns aus? Ja, es ist sehr vielfältig. Man durchläuft, wie gesagt, unterschiedliche Abteilungen, lernt die neuesten Technologien bei uns kennen, immer neue Aufgaben, kriegt sehr früh Verantwortung. Also man läuft nicht nur mit, sondern man hat sein eigenes Ding, für das man dann auch verantwortlich ist. Und man kann im Laufe der Zeit dann eben schauen, was passt am besten zu mir. Weil unser Ziel ist es, die Auszubildenden oder beziehungsweise Studenten, die wir hier einstellen, auch dann nach der Ausbildung zu übernehmen in ein festes Anstellungsverhältnis. Und wenn man hier bei uns reinguckt in die Firma, dann sieht man sehr viele, die bei uns mal als Student oder Azubi angefangen haben und dann ihren Weg gemacht haben und bis hin zur Führungskraft. Wer nicht nur eine Nummer sein will in so einem großen Konzern, sondern ein familiäres Umfeld schätzt, wer wirklich Spaß an neuen Technologien hat, wer Frühverantwortung übertragen bekommen will und viel lernen will dabei, der ist bei uns genau richtig.